Hallo Leute, herzlich willkommen hier zum Strategie-Samstag. In diesem Video werde ich euch alles über Doppelbauern erzählen. Ich werde euch die Vor- und die Nachteile von Doppelbauern zeigen und euch helfen, diese Nachteile bei gegnerischen Doppelbauern auszunutzen und selbst die Vorteile von Doppelbauern zu nutzen, so dass ihr bald besser Bescheid wisst über Doppelbauern und besser damit und auch besser dagegen spielen könnt. Aber was sind Doppelbauern erstmal? Schauen wir uns hier mal diese Bauernstruktur an. Weiß hat in diesem Fall hier zwei Doppelbauern. Und zwar hat er hier in der C-Linie zwei Bauern in einer Linie. Das ist ein Doppelbauer. Und auch in der G-Linie hat Weiß einen Doppelbauern. Was ist jetzt der Unterschied? Der Doppelbauer auf der G-Linie ist sogar ein isolierter Doppelbauer, denn dieser Bauer kann nicht mehr gedeckt werden, da Weiß keinen Bauern hier in der F- oder in der H-Linie hat. Und isolierte Doppelbauern sind im Normalfall wirklich sehr schwach und deswegen werde ich in diesem Video auch nicht groß darauf eingehen, denn das ist dann oft auch ein Thema für isolierte Bauern. Vieles, was für isolierte Bauern gilt, gilt dann auch für diese doppelisolierten Bauern. Ich möchte nur schon mal kurz erwähnen, ein großes Problem, außer dass sie nicht gedeckt werden können und damit sehr schwach sind, ist dieses Feld hier vor. Denn auch dieses Feld kann nicht mehr kontrolliert werden von einem Bauern und sollte sich da zum Beispiel ein schwarzer Springer einnisten, steht er da schon sehr stark. Ich werde aber in diesem Video über gesunde Doppelbauern sprechen. Was meine ich mit gesunde Doppelbauern? Diese Doppelbauern haben hier noch einen Bauern neben sich und sind dementsprechend gesunde Doppelbauern. Was hat dieser Doppelbauer jetzt für Stärken und für Schwächen? Ein Vorteil dieses Doppelbauern sehen wir sofort, denn dadurch geht immer eine Linie auf, die man dann möglicherweise für seinen Turm nutzen kann. Und Türme wollen auf offene Linien, dementsprechend ist das hier schon mal ein Pluspunkt des Doppelbauern. Ein weiterer Pluspunkt des Doppelbauern: dieser Doppelbauer kontrolliert hier mehr Felder im Zentrum als jetzt die normale Bauernstruktur. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, Felderkontrolle. Etwas, was man insbesondere im Zentrum haben möchte, denn jedes Feld, was vom Bauern kontrolliert ist, da kann keine gegnerische Figur auftauchen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil des Doppelbauern. Also, offene Linien, Felderkontrolle. Was sind die Nachteile des Doppelbauern? Erstmal ein Nachteil leicht theoretischer Art: man verliert etwas Flexibilität. Denn im Vergleich zu der Bauernstellung mit dem Bauern hier auf B2 kann man in dieser Bauernstruktur mit dem Doppelbauern nicht mehr so viele verschiedene Aufbauten wählen und ist hier ein bisschen begrenzt in seinen Möglichkeiten, wie man seine Bauern hinstellt. Aber das ist nun nicht ganz so entscheidend. Ein wirklich möglicherweise entscheidender Nachteil ist, dass dieser vordere Bauer zur Schwäche neigt. Ich sage explizit zur Schwäche neigt, denn dieser Bauer ist nicht direkt schwach. Momentan, so wie er hier steht, kann er natürlich, wenn er bedroht wird, sofort geschlagen werden von Schwarz, da er nicht gedeckt ist. Und das ist auch der Grund, warum er hier zur Schwäche neigt. Er kann nicht so gut von Bauern gedeckt werden. Allerdings könnte er ja hier auch zum Beispiel vorgehen, dann wäre direkt gedeckt. Deswegen meine vorsichtige Ausführung, er neigt zur Schwäche. Dieses ganze Thema schwache Bauern ist nicht ganz so einfach, denn wie im echten Leben ist es auch im Schach so, dass es wenig Dinge gibt, die einfach nur schlecht sind. Vieles hat zwei Seiten der Medaille, so eben auch die Doppelbauern, die starken Seiten und schwache Seiten haben. Und je nachdem, was zum Tragen kommt, sind sie dann eben gut oder schlecht. Aber isolierte Doppelbauern, davon könnt ihr mal ausgehen, die sind im Normalfall schlecht.
Ein weiterer Nachteil ist, dass Doppelbauern in einem Endspiel, wenn ich dort eine Majorität habe, das heißt einen Bauern mehr an einem Flügel, für sich selbst kein Freibauern bilden kann. Was bedeutet das? Ich zeige euch das mal an einem praktischen Beispiel. Wir gehen mal in dieses Endspiel. Weiß hat hier einen Bauern mehr, 4 gegen 3 und eine gesunde Bauernstruktur. Und hier kann Weiß sich einen Freibauern bilden. Warum? Dieser Bauer ist ein Kandidat. Was heißt das? Er ist noch direkt kein Freibauer, denn dafür steht ihm hier dieser F-Bauern im Weg. Aber er hat keinen Bauern mehr, der ihm direkt im Wege steht. Und zusammen mit dem F-Bauern ist es möglich, dass er sich da irgendwann einen Freibauern bildet. Wie? Stellt euch mal vor, die beiden ziehen jetzt hier vor. Und irgendwann kann Weiß dann hier einfach vorgehen. Schwarz tauscht und jetzt hat Weiß hier einen Freibauern. Noch sollte er das natürlich nicht tun, denn der König holt jetzt diesen Bauern einfach ab. Aber es geht nur um diese Möglichkeit. In dieser Stellung kann sich Weiß tendenziell hier einen Freibauern machen. Jetzt schauen wir uns die gleiche Stellung an. Nur, dass der E-Bauer jetzt in der F-Linie steht und wir einen Doppelbauern haben. Wir haben immer noch einen Bauern mehr. Und haben hier eine Majorität, also 4 gegen 3. Aber jetzt werden wir aus eigener Kraft keinen Freibauern mehr bilden können. Schwarz muss sich nur so hinstellen und wir werden dann nicht vorankommen. Ich illustriere euch das mal. Das ist im Prinzip das Beste, was Weiß erreichen kann. Schwarz hat sich jetzt hier hingestellt mit F6 und H6. Und Weiß ist jetzt am Zug. Und er kann mit seinen Bauern hier keine Fortschritte machen. Was soll er tun? Wenn er vorzieht, dann war es das mit den Bauernhebeln. Dann ist hier sein Mehrbauer wertlos. Denn den kann er nicht mehr nutzen. Was kann er stattdessen tun? Er könnte entweder auf F6 oder auf H6 tauschen. Führt zur gleichen Stellung. Und wieder ist unser Mehrbauer jetzt hier auf einmal wertlos. Das heißt, wir können jetzt hier nur noch mit dem König ziehen und darauf hoffen, dass Schwarz uns den Gefallen tut, hier zu tauschen. Und dann nehmen wir natürlich hier mit unserem Doppelbauern wieder. Und jetzt haben wir den Doppelbauern aufgelöst und hier können wir uns jetzt einen Freibauern machen. Wenn Schwarz zum Beispiel nichts macht, tauschen wir hier und dann haben wir einen H-Freibauern. Oder wenn Schwarz jetzt hier tauscht, können wir uns danach einen F-Freibauern machen. Das heißt, Schwarz wird uns diesen Gefallen hier nicht tun, hier zu tauschen und uns den Doppelbauern aufzulösen, sondern wird einfach auch mit seinem König ziehen. Und in dieser Stellung gibt es keinen Weg für Weiß, Fortschritte zu erzielen. Und da ist unser Bauer, den wir mehr haben, wertlos und die Stellung ist Remis. Also das ist ein großer Nachteil des Doppelbauern, wenn es wirklich Richtung Königsendspiel geht, dass ich mir da keine Freibauern machen kann, obwohl ich eine Majorität habe. Und das hat tatsächlich auch in einer Eröffnung praktische Relevanz. Wir schauen uns mal die spanische Abtauschvariante an. Es geht jetzt gar nicht darum, die zu verstehen. Ich werde jetzt auch nicht groß auf die einzelnen Züge eingehen. Es geht nur um das Konzept mit dem Doppelbauern und dem Endspiel. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, A6 und jetzt tauscht man hier. Schwarz schlägt zurück. Und das ist die spanische Abtauschvariante. Hier nehmen bringt jetzt nichts. Man holt sich einfach diesen Bauern zurück. So, und jetzt kann man hier D4 spielen. Und Weiß tauscht jetzt hier die Damen ab. Warum tut er das? Wir sehen, wir haben hier genau so eine Bauernstruktur. Hier haben wir 3 und hier hat Schwarz seine Majorität, aber die ist eben durch den Doppelbauern wertlos. Und was jetzt der weiße Traum wäre, wäre alle Figuren abzutauschen. Direkt aus dieser Stellung, zack, alle Figuren abgetauscht. Und jetzt hat der Weiße seine Majorität hier am Königsflügel, 4 gegen 3. Aber mit dem Fall, den wir vorhin gesehen haben, wo wir mit dem E- und dem F-Bauern zusammen einen Freibauern irgendwann bilden können. Während Schwarz hier zwar
4 gegen 3 am Damenflügel hat, aber mit Doppelbauern und da seine Mariothek nicht nutzen kann. Effektiv hat Schwarz eigentlich einen Bauern weniger. Denn hier spielen letzten Endes 3 gegen 3, da passiert nichts. Und hier hat Weiß einen Bauern mehr. Und das ist praktisch so gut wie gewonnen, diese Stellung. Das wäre im Prinzip das Horrorszenario dieser Stellung. Ganz so einfach ist es natürlich alles nicht, sonst würde Schwarz das ja gar nicht spielen. Erstens sind die Figuren noch lange nicht abgetauscht, das muss Schwarz ja nicht zulassen, Weiß kann das nicht erzwingen. Und zum anderen hat Schwarz hier auch einige Punkte. Er hat nämlich diese eine offene Linie mehr, die dieser Doppelbauer eben ermöglicht. Zum anderen hat Schwarz hier das Läuferpaar. 2 Läufer gegen einen, Weiß hat seinen Läufer hier auf C6 gegeben. Und das sind auf jeden Fall Punkte, die Schwarz genügend Kompensation für diesen Doppelbauern versprechen. Deswegen ist das hier auf jeden Fall spielbar. Trotzdem solltet ihr das im Auge behalten, wenn ihr diesen Doppelbauern habt. Vermeidet die Königsendspiele, denn da ist dieser Doppelbauer wertlos. Wir schauen uns mal ein Beispiel zur zweiten Schwäche des Doppelbauern an, nämlich dass dieser vordere Bauer zur Schwäche neigt. Und da können wir wieder eine Eröffnung wählen. Und zwar schauen wir uns hier mal die Nimzow-indische Eröffnung an. Auch hier geht es wieder gar nicht um die einzelnen Züge. Die möchte ich alle gar nicht im Detail erklären. Ich möchte nur wieder die entstehende Stellung mit euch anschauen und den Doppelbauern, der da entsteht. D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4, Weiß spielt hier A3 und jetzt tauscht Schwarz hier. Und jetzt haben wir schon die Grundstruktur der Nimzow-indischen Verteidigung erreicht. Und zwar hat jetzt Weiß hier diesen Doppelbauern. Und es ist jetzt genau dieser Kampf der Stärken und der Schwächen des Doppelbauern. Weiß hat dafür das Läuferpaar hier auch bekommen. Hat dafür jetzt eine offene Linie und hat zusätzliche Zentrumskontrolle. Aber hier kommt jetzt eben ein möglicher Faktor der Schwäche des vorderen Bauern zum Tragen, nämlich dieser C4. Und das ist im Prinzip auch Teil der schwarzen Strategie, das auszunutzen, diesen Bauern möglichst irgendwann zu gewinnen. Und ich zeige euch mal eine Traumstellung, die Schwarz gerne erreichen würde. Das ist aus einer echten Partie. Jetzt aus der Position von Schwarz. Ihr seht hier diese Bauernstruktur, die wir gerade gesehen haben mit diesem Doppelbauern. Was ist jetzt hier passiert? Wir sehen, Schwarz hat hier im Zentrum so einen Wall aufgebaut mit C5, D6, E5 und hat damit das Zentrum im Prinzip geschlossen. Warum ist das sinnvoll? Wir spielen hier gegen das Läuferpaar. Auch wenn das jetzt nicht Thema Läufer gegen Springer ist, trotzdem möchte ich hier schon mal anmerken, dass Läufer tendenziell offene Stellungen mögen, insbesondere auch das Läuferpaar, und Springer eher geschlossene Stellungen. Deswegen macht es hier Sinn, wenn wir gegen das Läuferpaar spielen, dass wir eher geschlossene Stellungen anstreben. Was haben wir hier noch erreicht? Wir haben hier mit C5 diesen Bauern C4 jetzt festgelegt und das ist jetzt wirklich eine Schwäche dieser Bauer. Denn der ist jetzt festgelegt und der wird nicht mehr vorziehen können und den werde ich in dieser Partie nicht mehr durch einen Bauern decken können. Und Schwarz hat ja schon seinen Läufer hingestellt, der darauf abzielt und er kann auch seine nächsten Figuren ranbringen und auf diesen Bauern losgehen. Deswegen hier zum Beispiel ein Zug, der auch in der Partie kam, Springer A5. Ich gehe direkt auf diesen Bauern los. Weiß hat schon Schwierigkeiten, den zu decken. Dame A2 geht noch. Und jetzt werde ich weiter auf diesen Bauern draufgehen. Turm C8 greift den indirekt an. Weiß deckt den. Und jetzt ging die Partie dann ein bisschen anders weiter. Und zwar hat Schwarz jetzt hier König H8 und dann G5 gespielt. Warum? Wir haben jetzt diesen Bauern festgelegt und wir haben ihn auch als Schwäche markiert. Wir sind da auch schon drauf und wir werden diesen Bauern möglicherweise irgendwann abholen. Allerdings können wir jetzt gerade unsere Kräfte da nicht weiter verstärken
Und das müssen wir auch gar nicht. Wir haben Weiß aller seiner möglichen Vorteile des Doppelbauern, diese offene Linie, das Läuferpaar, die mögliche Zentrumskontrolle, die haben wir Weiß eigentlich genommen. Denn all diese Punkte kommen ja nicht zum Tragen. Und Weiß hat hier überhaupt Probleme, einen Plan zu finden. Zum Beispiel, könnt ihr ja mal noch was anderes zeigen, wenn Weiß jetzt hier mit D5 das Zentrum komplett zumacht, das ist etwas, was den Läufern überhaupt nicht gefällt. Schaut euch mal diesen Läufer an. Und was der so macht in den nächsten Zügen. Der hat gar keine Perspektive. Der ist völlig eingemauert und ist im Prinzip wertlos. Auch dieser Läufer hat wenig Perspektive. Er kann versuchen, mal hier lang zu gehen. Während die schwarzen Springer, es ist nicht ganz klar, wo sie hinkommen, aber die können auf jeden Fall sich frei bewegen und auch ein bisschen den Raum, den sie haben, nutzen. Zusätzlich bleiben diese Bauern hier immer schwach und Weiß wird sich immer darum kümmern müssen. Und Schwarz hat ja einfach befreites Spiel. Kann zum Beispiel jetzt hier, wie es dann auch in der Partie kam, mit König A8 und G5 und H5 am Königsflügel spielen. Und Weiß hat selber wenig aktive Ideen. Das ist im Prinzip ein Horrorszenario für diese Struktur mit Doppelbauern, die man vermeiden möchte. So, jetzt habe ich so viel Negatives über den Doppelbauern gesagt, aber das sind wirklich extreme Szenarien. Ja, wenn ihr diesen Doppelbauern habt, dann müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass in den nächsten 10 Zügen auf einmal alles abgetauscht wird und ihr im Königsendspiel seid. Denn letzten Endes spielt ihr ja auch noch mit und ihr habt ja die Wahl und keiner kann euch zwingen, Figuren zu tauschen. Und diese Schwäche dieses vorderen Bauern, das ist eben jetzt auch gerade im Nimzu-Indisch durchaus eine Öffnung, wo es immer mal wieder zum Tragen kommt, aber in vielen anderen Stellungen ist das längst nicht der Fall und deswegen möchte ich euch jetzt nochmal ein Positivbeispiel zeigen. Und zwar schauen wir uns hier mal eine Stellung an, die durchaus realistisch ist, die entstehen kann aus einer italienischen Partie, E4, E5 und Weiß ist hier im Zug. Und was hier sicherlich ein guter Zug ist, ist Läufer E3. Wir bieten jetzt dem Schwarzen an, uns einen Doppelbauern zu machen. Und wenn ihr dieses Video nicht geschaut habt oder jemand anderes das nicht geschaut hat, dann denkt ihr vielleicht, oh ja, Doppelbauern, das ist doch eine Schwäche. Den nehme ich. Ha, und jetzt hast du einen Doppelbauern und jetzt werde ich dich fertig machen. Ganz so einfach ist das alles nicht. Denn dieser Doppelbauer hat hier nämlich jetzt wirklich seine positiven Punkte, die er zur Geltung bringt. Die offene Linie. Wir haben hier eine offene Linie für unseren Turm. Da steht er schon direkt drauf. Und die kann er sicherlich nutzen, um hier mal aktiv zu werden. Der andere Punkt, die Zentrumskontrolle. Wir kontrollieren jetzt hier schöne Felder im Zentrum. Und wenn ihr euch mal schaut, diese Bauern zusammen, die kontrollieren hier jede Menge Felder im Zentrum. Gerade dieses Feld D4, was ja in dieser Grundstellung eher mal schwach ist, was Schwarz irgendwann besetzen kann, das kontrolliere ich jetzt hier einfach. Auch der vordere Bauer ist hier nicht schwach, im Gegenteil, er ist hier wunderbar gedeckt. Und dieser hintere Bauer, der ist zum einen schwer anzugreifen von Schwarz und zum anderen kann ich den gut mit Dame E2 und zur Not auch mit dem Turm decken. Da muss ich mir keine großen Sorgen machen. Hier hat der Doppelbauer fast nur Pluspunkte. Und deswegen ist hier auf Läufer E3 auch eine spannende Antwort von Schwarz, Läufer B6 zu spielen und mir jetzt anzubieten, ihm einen Doppelbauern zu machen. Denn wenn ich den jetzt schlage, schlägt er hier mit dem A-Bauern zurück. Ich kriege jetzt hier die offene A-Linie, habe zwar diesen Doppelbauern, aber dieser Doppelbauer hilft mir wieder. Zentrumskontrolle, zumindest ein angrenzendes Feld. Und diese Beispiele geben auch schon grob so eine Faustregel mit, wie ihr mit Bauern zurückschlagen sollt, nämlich die Regel lautet immer Richtung Zentrum. Also in dieser Stellung solltet ihr auf keinen Fall so rumschlagen, denn hier diese offene Linie bringt relativ wenig und ihr würdet euch hier auch noch einen schwachen Bauern einhandeln. Nämlich einen rückständigen Bauern.
darauf gehen wir aber in den nächsten Videos ein. Also, was haben wir hier über den Doppelbauern gelernt? Der Doppelbauer ist ein relativ trickreiches Thema, denn er hat sowohl Stärken als auch Schwächen und es ist nicht immer ganz klar absehbar, was jetzt in dieser Stellung hier zur Geltung kommt. Was ihr aber mitnehmen sollt, vor Doppelbauern braucht ihr keine Angst zu haben. Im Gegenteil, Doppelbauern gehören in vielen Stellungen dazu. Sie bieten, wie gesagt, durchaus einige Vorteile. Habt keine Angst davor, aber wisst um die Gefahren. Im Endspiel kann das durchaus problematisch werden und dieser vordere Bauer kann mal schwach werden, muss aber nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen zum Thema Doppelbauern. Wir werden in den nächsten Videos noch andere Bauernarten uns anschauen, nämlich die isolierten Bauern und die rückständigen Bauern. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Ich freue mich, euch nächstes Mal wiederzusehen. Bis dann, euer Schachpanda.